Ich weiß nicht, in welchen Raum ich gehen muss. Das ist der Raum 341. Okay, im zweiten Stock. Ja, warum schickt ihr mich immer zu anderen Leuten? Ja, weil der dazu zuständig ist. Ja, toll. Und wann bekomme ich mein Geld? Wenn alles bearbeitet ist, in ca. 14 Tagen. Warum 14 Tage? Meine Frau will mich zu Hause abstechen mit Gabel und du sagst mir 14 Tage. Ja, hätten Sie es früher an den Antrag stellen müssen. Was früher? Ich bin jetzt aufgewacht. Ich kann nicht früher machen. Hallo? Eine Woche früher vielleicht. Ja, ich kann nicht eine Woche früher. Tut mir leid. Ich komme wieder. Pass auf. Oh Schatz, deine Haare sind wunderschön. Willst du wirklich schneiden deine Haare, Leute? Ja, ein bisschen ab. Okay, gut, ich fange an, okay? Willst du noch was trinken? Nee, danke. Nein, okay, gut. Warte, Schatzi, eine andere Kundin ist gerade gekommen. Ich gehe zu der hin. Wie geht's, Frau Kinder? Ja, meine Frau, Alhamdulillah, mir geht's gut. Ich schlage mich immer. Ja, gut, gut. Deine Frau, Kinder? Ja, meine Frau, gut. Schicke ich ihr Sohn nach Polen. Macht ein bisschen Geld dort. Ja, gut, mein Sohn ist schicke soll nach Türkei. Ja, auch gut, auch. Ja, hab ich dich abgeräumt, Freund. Los, arbeiten! Okay, Chef, komm. Hey, komm schon, schon. Arschloch, ruft wieder. Hey, süßer Aslan. Ich habe ein Problem hier. Seit 2 Tagen kriege ich kein Geld mehr von Ihnen. Was ist da los? Ja, haben Sie einen Pass dabei? Ja, na klar. Wir haben Ihnen Stellenanzeigen zugeschickt und Sie haben darauf nicht geantwortet. Ja, wo haben Sie es denn hingeschickt? An Ihre Adresse. Aha, okay. Ich habe keinen Briefkasten. Ja, das ist nicht mein Problem. Wir haben Ihnen Stellenanzeigen zugeschickt und Sie hätten darauf reagieren müssen, Bewerbungen schreiben. Ja, reagier allein dann. Was soll ich da reagieren? Ja, dann ist Ihr Geld gesperrt worden. Ja, die sind auch gesperrt, warten die ab. Ja. Ja, morgen. Ja. Genau. Der nächste. Meine Frau, schön, schön mit Kopf. Lass du vom Boden auf, das ist eure Arbeit. Schön sauber machen alles. Halten Sie Ihren Mund. Assalamu alaikum, Bardash. Was? Kollege, das geht so nicht weiter. Eine Stunde, ich stehe schon und warte. Nein, nichts warten. Ich muss arbeiten. Ich bin krank. Nein, nichts. Go. Er hat einen Termin seit einem halben Jahr. Warum sind Sie so unorganisiert? Warum seid ihr so laut? Dankt. Der nächste. Ja. Es geht nur folgendes, ich war gestern 18 Uhr noch besoffen ein bisschen, bin ich rausgegangen mit Freunden, habe ich Schlägerei gemacht, habe meinen Fuß gebrochen. Ja. Das ist jetzt passiert. Chef mich gefeuert, ich habe 15 Jahre Flughafen gearbeitet, nichts los. 4 Kinder zu Hause, egal. Machst du Geld? Wir müssen den Antrag stellen. Habe ich gemacht, hat mein 5. Bruder ausgefüllt. Mhm. Habe ich 5 Brüder, pass auf, was du mir sagst. Ja. Ey, das ist richtig, guck mal, wie schön er geschrieben hat. Okay, dann gib es weiter und dann werden wir uns bei Ihnen melden. Wo wird es weitergegeben? An Ihrem Sachbearbeiter.
Ich habe keinen Sachbearbeiter. Ja, noch nicht, da wird Ihnen zugestellt. Wie zugestellt? Jetzt stellen wir das zu. Ist Frau oder Mann? Kann ich mir auch so? Weiß ich noch nicht. Jung? Alt? Das weiß ich noch nicht. Wieso wissen Sie das nicht? Warum sind Sie so unvorbereitet? Ja. In Türkei weiß jeder alles. Okay, ich mache selber Sachbearbeiter. Okay. Sei nicht so frech. Morgen ich hier mit meinen 5 Brüdern, dann sehen du, was los ist, okay? Okay. Wo ist Chef? Ist egal, ich finde ihn schon. Tschüss. Wer hat denn den Antrag denn ausgefüllt? Ist doch egal. Eben, was meine Tochter? Ich habe keine Tochter, ich habe nichts Frau. Ja. Du meine Frau wollt? Nein. Warum? Dann gebe ich den Antrag weiter. Hä? Dann gebe ich den Antrag weiter. Könnt ihr noch nicht schreiben? Ja, warte, ich soll es schreiben. Nee. Wo weitergeben? Ich gebe ihn weiter. Wie weitergeben? Wo weitergeben? Wen gibst du weiter? Ihrem Sachbearbeiter. Nicht, dass du falschen Mann gibst. Wie Sachbearbeiter? Ich hab Schulden. Nicht, dass sie Geld abziehen. Nee. Sie bekommen dann Geld. Wo Geld? Fahrkarte bitte. Jawohl. Dankeschön. Fahrkarte bitte. Herr Wachholz. Immer arbeiten, kein Geld. Jeden, mein Gut, und jemand hört das Maikum. Pitschku, Materium. Mein armer Sohn, Mujo. Keine Arbeit, keine Geldwelt.